Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Um ein Fußballspiel zu besuchen, hat eine Gruppe von 21 Personen 360 Euro mehr bezahlt als eine Gruppe von 12 Personen. Frage: Wenn alle Sitzplätze denselben Preis haben, wie viel ist dann der Preis für einen Sitzplatz in Euro? Nennen wir diesen Einzelpreis X. Somit wissen wir, dass 12 Personen 12 mal x Euro bezahlen. 21 Personen bezahlen also 21 mal x Euro und dieser Preis ist durch die Angabe dasselbe wie diese 12 x Euro plus 360. Somit stoßen wir auf diese Gleichung mit unbekannter x. 12x setzen wir links rüber, so erhalten wir 9x gleich 360 und jetzt teilen wir diese Gleichung noch durch 9 und erhalten für x 40. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 40. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.